So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rahms ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, wieder direkt am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, wir haben wieder den Schocker der Woche für euch, alles was Pokémon Go betrifft. Ich sehe aber, es wird von Woche zu Woche immer weniger, was die Leute einsenden, immer wieder das Gefühl, weniger Spieler, weniger Zeit, weniger Lust, weniger Interesse allgemein einfach an der App. Ich freue mich, wenn ihr noch spielt, wenn ihr noch Sachen einsendet. Eigentlich wollte ich das Format gar nicht mehr machen, aber die Leute, die ihre Sachen einsenden, die freuen sich ja trotzdem drauf, das dann zu präsentieren, dass man da was dazu sagt, das kommentiert und das ein bisschen so vergleicht und ein bisschen Spannung ist ja auch da. Die Folge muss nicht immer 20, 30 Minuten gehen, so eine 6 bis 10 Minuten Folge würde auch reichen und ist doch auch angenehm zu gucken. So, wir labern jetzt nicht lang rum. Wir haben wieder zwei Codes versteckt, zwei Giveaway-Gewinnspiel Amazon Prime Gaming Codes. Wir haben in den letzten Tagen schon etliche in den Community-Tabs gepostet. Zwei Stück habe ich hier auch wieder mit eingebaut. Mal gucken, der schnellste gewinnt und kann die Codes einlösen. Ich weiß nicht, ob einer beide einlösen kann oder ob das eh nur einmalig pro Profil ist. Also dass es sowieso zwei verschiedene Leute gibt oder halt einer einfach beides nehmen kann. Das weiß ich nicht, das könnt ihr mal ausprobieren. Der Erste, der das hier guckt, löst beide ein und sagt dann, dass das ging oder dass das nicht ging und dann weiß ich Bescheid für die Zukunft. Ich schwitze, ich bin immer noch krank, aber anfangen wir mit dem Video, die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Jewel, die hat uns ein Bild geschickt von ihrem Buddy. Ist das jetzt Mosquito, ist das Palkia, ist das beides, auf jeden Fall eine Mischung davon. Denkt man, das sieht so aus, Palkia mit einem extra super Anzug, was er sich da rausgesucht hat. Was mir dann aber aufgefallen ist, ist dieses blöde Feld unten, wo Antworten steht in WhatsApp. Das kenne ich so nicht, das habe ich so nicht gesehen und ich dachte, WhatsApp hat schon wieder ein Update und hat das jetzt beschissen gemacht. Hier ist das nicht so schlimm, aber bei anderen Bildern ist das mega störend. Cumulus, Glücksfreund geworden, getauscht haben wir auch schon. Silvio, Shinux. Hier seht ihr wieder dieses blöde Antwortfeld. Das heißt, das Antwortfeld in WhatsApp auf einmal, wenn ich abscreene, verdeckt den Standort, verdeckt das Datum. Also bei manchen ist das sogar von Vorteil. Aber wenn ihr jetzt da unten was anderes noch habt und dann ist noch Schrift da und dann ist das ganze Bild so zugemüllt, dass ich nicht verstehe, wieso WhatsApp das schon wieder gemacht hat. Das ist ein paar Bilder so. Heute beim Upscreen habe ich aber gesehen, es ist auf einmal wieder weg. Also sind jetzt zurückgerudert, war es irgendwie ein Bug an dem Tag, als ich das abgescreent habe, sah es auf jeden Fall so aus. Er könnte hier ein Monozytor lösen zu einem 100er, dann hat er hier noch einen Pummeluff mitgenommen in 100%, wieder mit dem Ort ausgepixelt. Dann Kaiser Kai hat mir das Ticket geschenkt für den Frubal C-Day jetzt am Wochenende. Dankeschön Kaiser Kai dafür. Alexander Ahringer, endlich Shiny in den Kader in 3 Sternen. Hat er sich gegönnt. Hier die Ausbeute vom Quest Day Flug-Pokémon. 4-mal Geronimatz. Obwohl, nee, nur 3-mal. Das Waschakwil gehört gar nicht dazu. Das ist ja wieder anders. Unten das Hisui. Er hat also 2 Geronimatz gehabt. Eins hat er entwickelt und dann hat er noch eins bekommen. Also er hat 3 gehabt, meine ich damit. Er hat wohl auch den Geronimatz-Weg genommen. Alexander Ahringer, endlich Shiny Rotomurf in Pokémon Go. Matz in Nordland, 100% Molung. Kommt nur aus Eiern, musst du brüten, ist selten. 100% ist mega interessant. Und vor allem, es ist ein weibliches. Ein weibliches. Und das ist noch krasser, weil das Weibliche kannst du entwickeln. Das heißt, ein weibliches Molung in 100% müsste eigentlich schon Schocker der Woche sein an der Stelle. Ist es aber nicht, weil ich habe was anderes. Ich kann es euch auch erklären dann. MacMaggy hier, Suicune auch richtig gut. Hat er erlöst zu einem 100er, 21,30, erlöst es 100% Suicune mitgenommen. Ausbeute vom Quest-Tag. Das Suicune war aber eben von Sonntag. Dann ist er Kaiser Kai auf seinem Account hier. Schwalbini 3 Stück, Habitat, Geronima, Zutut. Das Suicune in Shiny, Krypto, auch mitgenommen, Tag später. Random mit dem Go Plus Plus gefangen, Slimer in Shiny. Dann eine Hunduster erlöst zu einem 100er. Krypto ist eh nicht so nützlich, schreibt er, hat noch gefehlt, nimm da mit. Würde ich auch so machen für die Mega-Entwicklung. Mein Ziel momentan ist es ja, die Pokémon, die Krypto sein können, wenn man zu einem 100er lösen kann, die eine Mega-Entwicklung haben, mir eine erlöste Mega-Entwicklungssammlung aufzubauen. Das ist ein kleines Ziel, weil man braucht Ziele, sonst wird es auch komplett langweilig. Genaya, 1 Stunde gespielt. Miku Matz bei Neuss, also ein Shiny Geronimatz, 2 Shiny Hut und ein 100er Geronimatz mitgenommen. Timo zeigt uns
völlig überteuert, Hamburg, aber auch hier gibt es Samyang natürlich an jeder Ecke, halt wieder diese Standardsorten, 2,99. Dann Henry Niki, der hat beim Community Raid mitgemacht, der macht beim täglichen Raid meistens mit. Endlich ist die Sammlung komplett, hat jetzt alle Kapus als Shiny in seiner Sammlung drin. Blood and Tears, Arena. Bitte atme, was pfeift hier immer zu so, das bin ich, glaube ich. Die hat auch wieder alles mitgenommen, ja, in ihrer Null-Bock-Phase, wie sie selber gemeint hat, hat sie alles mitgenommen. Ponita, Ferkuli, Formeo, Driftlon, Schneckmark, Elezeba, Skorkler, Mamolita, Pikachu, Goldini, Furnifras, Macholo, Knackli und Krypto, dann 100er, also das waren alles Shinies, dann 100er Kryptos mit Schnäppke und Onyx. Alles Meiningen, Meiningen, bringt Glück. Kabukime Shiny, Pampam Shiny gebrütet, Gladiantri Shiny gebrütet, Westbrit wird mitgenommen, guck dir das an. Und aus dem Flugtag noch ein 100% Shiny Geronimatz. Das könnte auch Schocker der Woche sein, oder? Aber theoretisch, das ist ja nicht was, was man nur einmal bekommt. Das ist ja was, du konntest ja mehrere Geronimatzen kriegen. Du hattest also viele Chancen auf ein 100er, du hattest viele Chancen auf ein Shiny. Die Chance auf ein Shiny war sogar erhöht, das heißt ein 100er Shiny hier zu bekommen, ist am Quest Day vielleicht sogar noch einfacher als ein 100er weibliches Molung zu brüten. Obwohl du ja jeden Tag auch die Möglichkeit hast, das 100er Molung zu brüten. Versteht ihr? NetGhost, der hatte mir das Ticket für den Flug Quest Day geschenkt. Danke dafür. Und er hat noch ein Geschenk für euch, denn hier ist der erste Code, der erste Amazon Priming Code, der halt nur einmalig einlösbar ist. Hier B5WFEA3PVU7SK, da kriegt ihr halt einen Knurs und so einen Top-Drang. Also wer sich die Mühe macht, den einzulösen, müsst ihr gucken, wo. Ihr kennt euch ja aus, muss ich nicht erklären. Haben wir ein paar im Community-Tab gehabt, haben wir jetzt hier einen vom NetGhost. Er hat auch noch einen zweiten, den zweiten habe ich heute früh nochmal in den Community-Tab gepostet. Den gibt es jetzt hier im Video. Das heißt, wir haben heute sogar noch einen dritten, aber das seht ihr dann später. Celal hat jetzt seine Vivian-Medaille verplatiniert. Dann hat er wieder 50 sinnlose Bilder geschickt. Manche waren recht lustig, habe ich aber weggelassen, denn Vipitis, 100% Skorkler, Shiny Pikachu, Shiny, da seht ihr auch mal die schönen Hintergründe. Bronze, Shiny bei Nacht. Ne? Benjamin, der hat wieder Duo-Raids gemacht. Kabukime, Aquaknarre, Mondgewalt im Duo. 35 Sekunden Restzeit, Kabukime Aquaknarre Hydropumpe im Duo, 40 Sekunden Restzeit und dann Krypto Suicune zu viert mit Denise Rudeldinho, Supernatural und Benny. Krypto zu viert ohne Edelsteine, Boss hatte Standpauke, Eisstrahl, zwei hatten Krypto-Piokre, wer kennt's nicht, Proto-Piokre im Team für Elektro-Boost und 68 Sekunden Restzeit ohne Edelsteine. Grüße also Benny, Grüße an die Denise. Fertig. Chef 24. Der ist noch nicht fertig, der fängt erst an. Und das als ersten Fang des Tages. Lamus, Shiny, Krypto Shiny, Tuska mitgenommen. Cumulus auf dem kleinen Account, Absol Shiny, dann Flampion, Shiny, Atoma Sun, Flampion 100. Shinux, Level 49, endlich ein Jahr lang für die 50 Glücks-Pokémon gebraucht. 21.000 Pokémon, 7.300 Pokestops, 696 Raids. In einem Jahr, das sind ja mindestens zwei pro Tag, so ungefähr. Henry, Ausbeute Quest Day in Pokémon Go, Forschung, Dankbarkeit, fertig. Hier lauter Geflügelzeugs, das seht ihr gerade selber. Zwei männliche Dodo. Dann Henry, die 100er der letzten zwei Wochen. Funfi und Owei, die letzten Shinies. Die seht ihr hier auch. Ofermigula ist dabei. Sehr schön. Pie, gebrütet. Nehmen wir auch mit. Lenzart, sag mal, was ist los? Moment. Was ist los? So, jetzt habe ich es gesagt. 100er Kabukime. Ui. 500 Milliliter. Shiny Kabukime. Jetzt zwei nacheinander. Shiny Kabukime. Pika Pika Forschung Pika Pi. Aus dieser alte Freunde neue Anfänger Forschung gab es noch Pikachu in 100%. Dann Shinies Forschungstag Lennart. Onyx. Wie passt das Onyx hier rein? Das ist der Stinger auf dem Bild. Den darf man nicht mitnehmen. 100er war auch dabei. Geronimatz mitgenommen. 100er durch Tausch. Mankey mitgenommen. Die Shinies auf Baumlieber.
seht, hauptsächlich Huthut und Geronimatz. Ein kleines Habitat hat sich reingeschlichen. Den, das ist mein Liebling, weil den siehst du seltener. Ne? Noch eins vom Schlaftag noch. Pi, Shiny, Nassim. Das 100% Dodo ist aus der 99 Cent Forge und mein Jogger der Woche. Ich weiß leider nicht, was damit genau ist. Ist es ein 100er Shiny? Ist es was anderes? Das steht so da, da ist kein Bild. Das ist Instagram, meine Damen und Herren. Deswegen schickt's lieber bei Telegram, da passt das immer. Und hier ist der zweite Code von Blood and Tears zum Einlösen. Sie braucht's nicht, ich brauch's nicht. DDAQ958C82VQU. Was fällt auf? Diesmal kein Balu, keine Feuerwehrfra, kein Karin, Karisuel, Via, Hua. Niemand, keiner da, keine Elke, wo sind sie? Grüße gehen raus. Wer nichts hat, kann nichts schicken. Wer nicht mehr lebt, kann auch nichts schicken. Ich hoffe, so schlimm ist es nicht. Ich hoffe, ihr seid noch irgendwo da draußen. Und wir kommen jetzt zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adi Schatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Annika Vogt, Zapdos Annika. Aber nicht auf dem Hauptaccount Zapdos Annika, sondern 1171, der Arctos Dani Account, der blaue, hat das 100% Dianzi bekommen. Aus der Forschung, die es jetzt gab, wo ihr einmalig die Chance hattet, ein Dianzi zu bekommen. Wenn ihr schon eins hattet, habt ihr ja nur Bonbons bekommen. Sie hatte keinen, sie hat es jetzt bekommen. Mega genial, das Ding ist richtig stark, das hat eine Mega-Entwicklung, das sieht jetzt erstmal nach nichts aus, hat aber eine Mega-Entwicklung, ist fett, richtig fett. Und das finde ich besser, weil einmal Chance und dann war das. Molunk habt ihr ja jeden Tag die Chance drauf. Geronimatz habt ihr mehrere Versuche gehabt für das 100er Shiny und so weiter. Und das ist halt viel nützlicher als das 100er Shiny Geronimatz oder das Molunk. Deswegen für mich ist das Schocker der Woche, 100% D&C aus der Forschung. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und bitte, wer die zwei Codes eingelöst hat, schreibt's mal unten hin. Konntet ihr beide einlösen oder konnte einer einen einlösen, den anderen nicht und ein zweiter hat den anderen eingelöst? Schreibt's doch mal rein, erlöst mich doch bitte. Hör doch meine Stimme, das geht doch nicht. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.